Hier gibt es einen Ersetzungsantrag und den bringt uns Herr Laczynski ein. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Mit dieser Vorlage hier soll die Aufhebung eines Bebauungsplanes aus den 90er Jahren beschlossen werden. Dieser Bebauungsplan nennt sich zwar Gewerbegebiet Weißig, ist aber laut Bauleitplanung zumindest mal als Mischgebiet ausgewiesen. Und weil das nicht schon widersprüchlich genug ist, umfasst dieser B-Plan mit seinem Gebietsumgriff ein Areal, was laut derzeitigen Flächennutzungsplan als Wohngebiet mit hoher Wohndichte wiederum ausgewiesen ist. Wir haben es hier also mit einer baurechtlich sehr widersprüchlichen Situation zu tun, bei der die Stadt den Handlungsdruck hat, diese nun aufzulösen. Dieser Handlungsdruck ist entstanden, nachdem ein Wohnungseigentümer aus freien Stücken nachträglich einen Bauantrag für eine bereits durchgeführte Umbaumaßnahme in seiner Wohnung gestellt hat, welcher durch die Bauaufsicht dann abgelehnt wurde. Der Eigentümer legte dann Widerspruch ein und infolge der gerichtlichen Auseinandersetzung kam es zu dem Urteil, dass die Stadt diese verzwickte Situation in geeigneter Weise zu bereinigen hat. Die Stadtverwaltung hat es sich jetzt ja leicht gemacht und vorgeschlagen, einfach einen rechtsgültigen Bebauungsplan aufzuheben. Dadurch könnte dann diese nachträglich beantragte Baumaßnahme in der Wohnung dann doch genehmigt werden, weil es ja keine Bauleitplanung gibt. Der Verwaltungsmitarbeiter in den städtischen Amtsstuben könnte dann diesen Vorgang abschließen und hätte dieses Problem gelöst. Die Folgen dieser Aufhebung wurden dabei allerdings nicht so ganz bedacht, denn dadurch würden neue Probleme entstehen. Das müssen dann nämlich vor allen Dingen die Gewerbetreibenden vor Ort ausbaden, denn die Gefahr einer Verdrängung von Gewerbetreibenden aus einem dann eindeutig als Wohngebiet ausgewiesenen Areal und die damit einhergehenden emissionsschutzrechtlichen Probleme wurden vom Ortschaftsrat dann auch klar benannt bei dessen Votum und sind auch nicht von der Hand zu weisen. Insofern ist die einfache Aufhebung hier schlicht zu kurz gedacht. Sie löst ein Problem in der Verwaltung, schafft aber gleichzeitig viele neue Probleme bei den Menschen in Weißig. Wegen dieser dadurch entstehenden neuen Probleme können wir dieser Vorlage auch nicht zustimmen. Aus Sicht der AfD ist es die Aufgabe des Stadtrates, die Interessen der Menschen vor Ort gegenüber den Interessen der Verwaltung zu vertreten und deren Befürchtungen auch ernst zu nehmen. Der Ortschaftsrat von Schönfeld-Weißig hat diese Befürchtungen klar kommuniziert und auch mit einem deutlichen Votum hinterlegt. Das können wir nicht einfach zur Seite wischen. Uns ist bewusst, dass hier ein Handlungsdruck auf Seiten der Stadtverwaltung besteht. Wir sind aber der Meinung, dass der einfachste Weg in diesem Fall nicht der beste ist. Wir haben deshalb diesen Ersetzungsantrag hier eingereicht, der einerseits das Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplans stoppt und andererseits die Verwaltung beauftragen soll, einen anderen, zwar aufwendigeren, aber auch besseren Weg zu finden, diese entgegengesetzte Interessenlage in Einklang zu bringen und aufzulösen. Als möglichen Ansatz sehen wir einerseits ein Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans mit einer erst dann anschließenden Aufhebung des B-Plans oder aber ein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan zu einem urbanen Gebiet. Das urbane Gebiet schlagen wir deshalb vor, weil es im Gegensatz zu einem Mischgebiet eben nicht die annähernd gleiche Verteilung der Wohn- und Gewerbenutzung vorgibt. Denn in diesem Gebiet ist diese nahezu gleiche Verteilung nicht gegeben. Mit der Umwidmung in ein urbanes Gebiet kann hier eine Nutzungsverteilung von 80-20 oder sogar noch mehr ermöglicht werden. Die Verwaltung hatte zu diesem Vorschlag bereits Stellung bezogen und geäußert, dass urbane Gebiete ausschließlich in der Innenstadt ausgewiesen werden. Schaut man sich jedoch die Formulierungen zu urbanen Gebieten in der Baunutzungsverordnung und deren Kommentierungen an, gibt es dort keine Festlegung, ab welcher Größe einer Siedlung ein urbanes Gebiet zulässig ist. Ein urbanes Gebiet kann im Kern einer 500.000 Einwohnerstadt ausgewiesen werden. Es kann aber auch im Inneren einer 13.000 Einwohnerortschaft ausgewiesen werden. Zumal sich der Bereich dort direkt in der Nachbarschaft eines großen Einkaufszentrums befindet. Maßgeblich für die Deklaration als urbanes Gebiet ist die beabsichtigte oder aber auch die schon bestehende bauliche Nutzung. Natürlich bedeutet ein Änderungsverfahren für die Mitarbeiter im Stadtplanungsamt mehr Aufwand als die Durchführung eines beschleunigten Aufhebungsverfahrens. Wenn wir aber auf diesem Weg es schaffen, allen Anforderungen gerecht zu werden und auch alle Interessen in Einklang zu bringen, ist das der richtige und auch der bessere Weg. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Ersetzungsantrag. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht sehen. Dann, bitte schön, Herr Kühn, für die Verwaltung.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, wir haben uns mit dem Thema ja, ich glaube, in 3 Sitzungen im Bauausschuss beschäftigt. Ich will nochmal den Hintergrund sagen. Gebaut wurden Mehrfamilienhäuser in dem Gebiet. Es geht ja um eine Teilaufhebung. Der Bebauungsplan ist ja insgesamt wesentlich größer. Sieht aber eben ein Mischgebiet vor mit Gewerbe. Und hier geht es natürlich um den Schutz auch des Wohnens. Das gilt es natürlich abzuwägen. In dem Bereich, wo die Teilaufhebung vorgesehen ist, gibt es keine gewerblichen Betriebe, die sozusagen verdrängt werden können, sondern wir haben dort vereinzelt Freiberufler, die sozusagen im geschwindenden Wohngebäuden vorhanden sind. Das ist aber auch nach einer Teilaufhebung kein Problem. Diese Berufsgruppen werden da geschützt. Die sind also Nutzung in der Form weiter zulässig. Wir haben den vermeintlich einfachsten Weg nicht genommen, sondern wir haben intensiv geprüft, was funktioniert. Urbanes Gebiet charakterisiert ja nicht nur die Lage, sondern auch die Frage sozusagen sozialer und kultureller Infrastruktur, die ist dort nicht vorhanden. Das heißt, die Festsetzung, auch das haben wir eben deutlich gemacht, funktioniert nicht. Es ist eben nicht so, dass hier Gewerbe vertrieben wird, sondern in dem Fall sozusagen das Wohnen geschützt wird. Und ich will auch nochmal sagen, mit Blick auf den Verwaltungsaufwand, also wir sind ja, was die Teilaufhebung angeht, explizit von der Landesdirektion aufgefordert worden, das zu machen. Es gab da, wie gesagt, das Widerspruchsverfahren, da ist Herr Zinski in der Tat darauf eingegangen. Ich würde gerne die begrenzte Verwaltungskraft im Amt für Stadtplanung und Mobilität für Bebauungspläne, wo wir neuen Wohnraum und zusätzliche Gewerbegebiete schaffen, nutzen, aber nicht sozusagen für so ein Verfahren, wo wir schon viel zu viel Aufwand reingesteckt haben, eben angesichts dessen, dass was anderes gebaut wurde, als ursprünglich 91 im Bebauungsplan drin war. Insofern bitte ich darum, dass Sie der Teilaufhebung zustimmen. So, wir kommen damit zur Abstimmung. Wer dem Ersetzungsantrag der AfD zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 42 Nein, eine Enthaltung, hat keine Mehrheit gefunden. Jetzt haben wir einen negativen federführenden Ausschussbericht. Wer den ablehnenden Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ein und 30 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit ist der ablehnende Ausschussbericht angenommen worden. So, damit mit Blick auf die Uhr sind wir bei 18.30 Uhr und würden jetzt in die Pause gehen bis ca. 19 Uhr. Danach würde erstmal kurz oder für Zeit Kollege Donhauser die Leitung übernehmen, da jetzt gerade die Verabschiedung von Jason Bitschi ist, dem Direktor der Paluca-Schule, der sich auch wahnsinnig stark auch in vielen städtischen Gremien engagiert hat. Da gebührt auch dem Respekt. Und deswegen komme ich danach wieder zu Ihnen. Ich wünsche erstmal angenehme Pause.